Was wir essen, muss vorher jemand ernten. Wir brauchen zwar einmal im Leben wahrscheinlich einen Pfarrer oder einen Arzt, aber mindestens dreimal am Tag einen Bauern. Also eigentlich brauchen wir dafür dreimal am Tag ErntearbeiterInnen. Richtig viele und das richtig schlecht bezahlt. Moment mal. Menschen arbeiten während der Ernte auf Österreichs Feldern. Die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa. Und die meisten von ihnen haben keine Ahnung, welche Rechte sie hier haben. Da haben ihre Chefs, die Bauern, leichtes Spiel. Die Löhne sind niedrig, die Arbeitsbedingungen skandalös. Der Nettolohn liegt bei rund 7 Euro. Aber oft wird noch weniger gezahlt. Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit werden oft gar nicht gezahlt. Und die Verträge sind natürlich befristet. Von einer Sozialversicherung können die genauso nur träumen wie von einem 8-Stunden-Tag. Bis zu 100 Stunden in der Woche wird am Feld gearbeitet für einen Hungerlohn, um unseren Hunger zu stillen. Dass in der Branche mehr Überstunden geleistet werden, als angemeldet sind, wisse jeder, der aus der Landwirtschaft komme. Immer wieder nehme sich der Handel das Recht heraus, auch um 6 Uhr abends zu bestellen, was Arbeit bis Mitternacht nach sich ziehe. Lohn- und Sozialdumping haben in der Branche System. Der Lockdown vergangenes Frühjahr hat offengelegt, wie verfault das System für die ErntearbeiterInnen ist. Die Sorge in der Branche war groß, dass wegen der geschlossenen Grenzen keine ArbeiterInnen einreisen können. Schnell wurde die Online-Plattform Die Lebensmittelhelfer zusammengezimmert. Mehr als 30.000 Menschen waren bereit, in der Erntesaison einzuspringen. Die allerwenigsten wurden auch tatsächlich beschäftigt. Nur 4.000 davon wurden zumindest mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt gebracht. Das Problem? Den Job kann nicht jeder. Gesucht werden Vollzeitarbeitskräfte. Es braucht Qualifikationen oder Grundkenntnisse in der Landwirtschaft, idealerweise im Obst- oder Gemüsebau. Drittens muss man körperlich belastbar sein und viertens in der Nähe des Betriebs wohnen. Ach, da braucht es Qualifikationen? Erntearbeit ist also kein Hilfsjob, den echt jeder ohne jede Vorkenntnis einfach so machen kann? Für diese Arbeit braucht es Fachkenntnisse, Fähigkeiten, bestenfalls Erfahrung? Warum bezahlen wir den Job dann nicht so? Die Europäische Union will nun endlich schärfer gegen Landwirte vorgehen, die ihre ErntearbeiterInnen auspressen. Portugal hat den Vorschlag gemacht, dass Betriebe, die ihre Erntearbeiter nicht fair bezahlen, ihre Fördergelder aus dem EU-Topf zurückzahlen müssen. Eine schlaue Rechnung. Wer gegen Gesetze verstößt, soll also nicht auch noch öffentliches Geld kassieren können. Wichtig ist, dass wir generell einmal dieses Thema intensiv betrachten, dass wir auch versuchen, hier Brücken zu bauen. Gut, dann betrachten wir das Thema intensiv. Unsere Suche führt uns zu Zelten und Hütten aus Müll. Kaum zu glauben, dass das in Europa ist. In diesen Slums leben die Ärmsten der Armen. Menschen, die für uns schuften. Es ist brutal schlecht. Niemand hat Wohnung oder so. Alle leben einfach so wie Tiere oder so. Wir gehen einer Frage nach. Woher kommen unser Obst und Gemüse? Das hat uns an diese Elendsorte gebracht. Ein System, in das auch noch Millionen von EU-Geldern fließen. Das schaut in Deutschland nicht anders aus. Wir treffen rumänische Erntehelfer bei der Arbeit und beobachten, wie sie in solchen Anhängern von Feld zu Feld gebracht werden. Von 1,5 Meter Abstand ist wenig zu erkennen. Und auch in Österreich nicht. Es geht um Stundenlöhne von 4 Euro. Es geht um Arbeitstage, die 14 Stunden und länger dauern. Es geht um Menschen, die zu 11 in einem Zimmer hausen müssen, in Stockbetten und das in Corona-Zeiten. Um Menschen, die zu 21 eine Toilette haben, die sie benutzen können. Es geht um die Frage, wie Österreich mit seinen Erntehelfern umgeht. Ministerin Köstinger, die alles intensiv betrachten möchte, hat auch eine gute Idee, wie wir es schaffen können, dass Landwirte, die sich Millionenbeträge aus den EU-Fördertöpfen abholen, auch an die Spielregeln halten, wenn es um die Bezahlung ihrer ArbeiterInnen geht. Ihr Vorschlag? Eine Infokampagne. Ja, was ist mit dir? Sicher, der Landwirt im Machfeld, der den ErntearbeiterInnen nur 4 Euro die Stunde zahlt, hat halt einfach nicht gewusst, dass das schlicht zu wenig ist. Hier eine kleine Infokampagne für die Ministerin. Was es wirklich bräuchte? Höhere Löhne für jene, die auf unseren Feldern Schwerstarbeit verrichten. Gescheite Arbeitsbedingungen, faire Verträge. Österreichs Zustimmung auf EU-Ebene zu Portugals Vorschlag, Förderungen nur an faire Arbeitgeber zu vergeben. Wer bei den Gehältern geizig ist, darf bei Förderungen nicht länger die Hand aufhalten. Und scharfe Kontrollen und harte Strafen für jene Landwirte, die sich nicht an die Spielregeln halten. Sollten Subventionsgeld nur jene kriegen, die sich an die Spielregeln halten? Was ist deine Meinung? Postet mir in die Kommentare und nächste Woche das nächste Video.